Hallo, lieber Widder, herzlich willkommen zu deiner Legung. Lieber Widder, ihr seht schon, ich habe hier verschiedene und auch dennoch gleiche Kartendecks hier liegen. Ich möchte euch ganz kurz, nicht lange, nur erklären, um was es hier in dieser Legung geht, weil der Ursprung dieser 14-tägigen Legung wird auch bleiben. Aber ich möchte mit euch spiegeln, ja? Das heißt, ich habe hier zwei verschiedene Tarot-Kartendecks für die dritte Woche und für die vierte Woche. Und wir können unheimlich gut, wenn wir zwei Kartendecks nehmen, spiegeln und sehen, okay, ist es jetzt eine Situation? Ja, okay, und wo sind da die Dinge, die noch so ein bisschen haken? Oder wo sind die Dinge, die richtig super laufen? Klären werde ich die dritte und vierte Woche mit den Lenny-Karten. Und auch hier wieder werden wir spiegeln, ja, mit den verschiedenen Kartensets, also verschieden im Sinne von Deck 1 ist das gleiche wie Deck 2, aber die Karten können halt, wie gesagt, an verschiedenen Positionen oder an den gleichen Positionen gleich fallen. Und das ist das, was ich meine, wo man halt einfach einen guten Überblick bekommt. Starten tun wir wieder mit verschiedenen Kartendecks in Bezug auf die Weisheitskarten und ein Tarot, wo wir aber, es ist ein bisschen anders, das Tarot. Lasst euch einfach überraschen, wo wir näher in die Thematik eintauchen können. Und alles andere möchte ich gerne, dass ihr das fließen lasst. Ich möchte nämlich nicht zu viel verraten. Aber die ersten drei Legungen sind richtig, richtig toll geworden. Und ich möchte einfach manchmal doch das eine oder andere verändern in den Legungen, damit es nicht zu langweilig wird, ihr Lieben. Ja? So, also. Für die Widder in der dritten Woche. Was geht es da? In der vierten Woche. So. Die ist runtergefallen. Moment, ich bin gleich wieder da. So, meine Lieben, kleiner Augenblick. Es ist sehr unruhig hier bei euch, habe ich das Gefühl. Warum ist das denn so? Wir werden gleich Klarheit wissen oder haben. Und sprechen kann ich heute auch nicht richtig. Das ist ja auch ein bisschen eigenartig bei euch. Okay, lasst euch einfach überraschen. Lasst uns schauen. Ja, so. Okay, wir starten erstmal mit der dritten Woche. Wir haben die 2, die 22, Quersumme 4. Hier geht es um die innere Zielsetzung. Also wieder eine Möglichkeit zu bekommen, dass du sagst, okay, was möchte ich letztendlich wirklich? Wir haben hier die 5 der Stäbe. Das sind Konflikte, Ärgernisse und Wettbewerb. Es geht hier um Konflikte in Bezug auf Konkurrenz. Aber auch Konflikte, wo auch immer, in einer Beziehung, auf der Arbeit, das werden wir gleich sehen. Es geht hier um eine Konfliktsituation und deine Aufgabe ist es wieder, dass du sagst, okay, möchte ich mich jetzt auf die Konflikte fokussieren? Dann bin ich also niedrig schwingend. Oder habe ich neue Ziele, in eine innere Zielsetzung, wo ich sage, das ist nicht mein Thema. Ich kläre das und gehe weiter. Also hier ist ganz stark angezeigt wieder, und deswegen wart ihr auch die letzte Zeit sehr rar, dass ihr hier Prozesse mit euch führt oder mit anderen führt, die euch hier wirklich teilweise wirklich viel, viel Kraft kosten können. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr sagt, okay, dann jetzt Fokus auf die innere Zielsetzung. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich bei den Widdern und auch bei den Löwen die Monatslegung Mai nicht gemacht habe. Weil wenn ihr so verkopft seid, bringt euch auch eine Monatslegung nichts. Ich habe da meinen Grund gehabt. Ne? Es ist nicht, dass ich euch vergessen habe, aber ich hatte meinen Grund und der Grund bestätigt sich gerade. Das haben wir hier. 5 der Stäbe. Ja, die dritte Woche ist weiterhin sehr bereit oder ihr seid konfliktbereit. Aber, und jetzt bitte nicht gleich abschalten, ihr Süßen. Ja, tut euch selbst den Gefallen. Die Hauptenergie, und deswegen kommen die Konflikte, sind das Rad des Schicksals. Eine positive, schicksalshafte Wende kommt auf dich zu wieder. Warum? Damit du aus diesen Konflikten rauskommst. Ja? Für einige können aber auch genau das die Konflikte sein.
dass du sagst, ich möchte aber in meinem Leben nichts verändern. Hinterfrage dich bitte, wo kommen die Konflikte her? Da gehen wir gleich nochmal in die Analyse. Und warum ist das bei dir so? Also warum bist du konfliktbereit? Warum ärgerst du dich? Warum darfst du das gerade umsetzen? Also dieses Leben, ja? Warum ist das jetzt gerade bei dir so? Ich kann dir sagen, hier ist es wichtig, dass du deine innere Zielsetzung veränderst, dass du dich neu fokussierst auf die Dinge, die dir wichtig sind. Ist dir der Ärger wichtig? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also verändere bitte deine Zielsetzung. Wir haben hier die 4 der Münzen. Rückzug ist wichtig für dich, ja, sich zurückzuziehen und zu überlegen, okay, wieso, weshalb, warum bin ich in den Konflikten? Wieso, weshalb, warum bin ich hier belastet? Was martert hier an mir, in mir? Warum habe ich hier Konflikte auch im Außen? Und wir haben hier den Temperance, den Ausgleich. Es geht darum, wieder in den Ausgleich zu kommen. Es geht darum, diese schicksalshafte, positive Wende, die auf dich zukommt, anzunehmen. Die kommt durch deine innere Zielsetzung, durch die Veränderung. Ich verändere jetzt meine Ausrichtung, denn die Veränderung liegt in dir. Wenn du dich veränderst, dann wird sich auch dein Außen verändern. Also veränderst du dich innerlich, verändert sich auch das Außen. Ja? So, wir haben hier die 4 der Münzen. Ein Geschenk. Der Rückzug ist für dich ein Geschenk, weil du dich nämlich erholen kannst. Also mach dir selber ein Geschenk und geh in den Rückzug und reflektiere, warum, wieso, weshalb. Dann kommst du auch in die Klarheit, der Stern, die Klarheit und Wunscherfüllung, in den Ausgleich zu kommen. Du wirst im Rückzug feststellen, was du tun kannst, um hier in den Ausgleich und in die Wunscherfüllung zu kommen. Ja, der Ausgleich ist die Wunscherfüllung. Es geht darum, dass du durch die innere Zielsetzung aus dem Außen rausgehst. Du bist sehr viel im Außen. Und wir gucken jetzt mal, was der Konflikt hier noch ist. Das hatten wir schon mal bei dir. Das ist verrückt. 2 Variationen haben wir hier. Einmal, du kannst Glück nicht annehmen. Das steht mir nicht zu. Ist ein Glaubenssatz. Es steht mir nicht zu, weil, ja, ich habe das nicht verdient. Ich muss den Konflikt haben. Ich muss kämpfen. Annahme Glück wäre eine Möglichkeit. Innere Zielsetzung. Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Ich kann mir alle meine Ziele, Wünsche, Träume in Erfüllung bringen. Die Geschenke kommen auf mich zu, weil ich meine innere Zielsetzung verändere. Hört sich ganz anders an, ne? So, und jetzt haben wir hier, meine Lieben, auf Umwege haben wir hier, oder durch eine weibliche Person, haben wir hier die positive, schicksalshafte Wende, die hier auf euch zukommt. Das ist das, was ich hier sehe. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, meine Lieben, einmal mit der Seelenkarte, mit einer Seelenbotschaft. Was möchte dir deine Seele jetzt mitteilen und sagen? Der Schutzengel. Besondere Verbindungen zu den Engeln sind jetzt möglich. Schenke ihnen deine Aufmerksamkeit. So, und durch das Kommunizieren und das Achten auf Doppelzahlen, auf Worte, auf Träume, lieber Widder, kannst du hier Botschaften erhalten, um deine innere Zielsetzung zu verändern. Merkt ihr, ich versuche euch nur zu helfen. Ne? Also sie sind alle da, jeder will euch helfen. Die Frage ist, Widder, ob du die Hilfe auch wirklich annehmen möchtest. Es ist letztendlich einfacher als alles andere. Fokus von den Konflikten weg auf das, was du wirklich möchtest. Und ich kann mir nicht vorstellen, Widder, dass du jemand bist, der den Konflikt liebt. Ja? Das Kraft hier ist die Kuh. Mütterlichkeit, Zuneigung und Vertrauen. Es geht hier auch um ein Mutterthema. Bei einigen von euch, vielleicht zoffst du dich gerade mit deiner Mutter. Ja? Aber auch hier könnte es sein, dass du eine Mutter bist und um deine Kinder kämpfst. Ich kann schon nicht mehr reden, merkt ihr das? Kämpfst, ja, du kämpfst um deine Kinder.
Aber auch hier, die Schlange könnte ein Mutterthema sein, was sich dann zum Positiven verändert. Ja, also die Konflikte mit einer Mutter können hier ein Thema sein und die Kuh weist dich darauf hin, die Mutter, die dich sozusagen nährte, die dich stillte. Und es könnte sein, dass du hier eine karmische Verbindung hast mit deiner Mutter, dass du hier ein Thema hast, was hier zu einem Konflikt führt, was du hier zu klären hast. Und deswegen haben wir hier die Konflikte. Das ist ganz spannend hier. So, die vierte Woche. Die 6 ist der Berg als Blockade, aber auch zu sehen, wo, aber auch, ne? Tolles Wort oder toller Satz. Super Satzbau von mir heute wieder. Aber auch zu sehen hier, dass der Berg wichtig ist, weil du dann durch das Beleuchten die Blockade siehst. Und das ist so, dass du sagst, Leute, ich fühle mich einfach blockiert, weil ich überarbeitet bin. Ich fühle, es ist zu viel. Ich bin überarbeitet, ich bin überlastet, ich bin unausgeglichen, weil mir das alles zu viel ist. Beispiel, der Mann, die Kinder, der Haushalt, dann noch die Mutter, die Schwiegermutter, was weiß ich. Und da bist du durch. Da bist du einfach durch. Was kann man daran ändern? Abgeben. Du bist ja schon perfekt, lieber Widder. Aber es gibt ganz viele, die sagen, nein, ich kann nicht abgeben, weil... Ja, meine Güte, dann lasst doch euer Mann staubsaugen, wenn er die Ecken vergisst. Na, meine Güte, das ist doch nicht schlimm. Ja, nein, das geht nicht rein. Und wenn man den Geschirrspüler ausräumt und man wischt dann die Seitenränder nicht ab, dann kann ich das auch alles alleine machen. Hm, ja, kannst du wohl sein lassen. Versteht ihr, was ich gerade euch sagen möchte? Wenn ihr ein Perfektionist seid, dann ist es kein Wunder, dass ihr überfordert seid. Andere, die euch helfen wollen, sind vielleicht nicht so perfekt, aber ihr habt weniger Arbeit. Also hier ist auch teilweise dieses krankhafte, es muss alles perfekt sein. Ich kenne auch Mütter, die sagen, meine Kinder können mir nicht helfen, weil ich habe einen Modus, ich habe eine bestimmte Art, wie das gehen muss. Ja, und dann fühlt sich, das kann ich euch aus Erfahrung sagen, ein Kind ganz, ganz schlecht, wenn man der Mutter alles recht machen möchte und dann die Mutter kommt und verbessert. Ja, und das gerade noch vor dem Kind. Leute, das ist schwierig. Ich fühle mit euch, ja, wenn ihr sowas erlebt habt, aber fühlt bitte mit euren Kindern, wenn es euren Kindern so geht und vielleicht ging es euch mit eurer Mutter genauso und ihr habt dadurch ein Thema. Perfekt sein. Perfekt ist, wenn man gesund ist, wenn man eine tolle Familie hat, wenn man sich wohlfühlt, wenn man ein Zuhause hat. Ja? Und nicht, wenn die Wohnung geputzt ist und du das Gefühl hast, du lebst in irgendeinem Kaufhaus, ich will es jetzt nicht sagen, ja, weil alles so schön glänzt und glitzert. Das ist nicht das, was Kinder wollen oder was einen glücklich macht. Ne? So, 5 der Stäbe schon wieder. Da geht der Konflikt weiter. 3x5 der Stäbe. Hier, hier und hier. Mehr geht wirklich nicht. Ich habe 3 verschiedene Tarots und aus 3 verschiedenen Tarots kommen 5 der Stäbe. Deswegen habe ich das gemacht, damit wir das spiegeln können. Genau das ist der Punkt. So, was geht es hier noch in der 4. Woche? Die Liebenden. Konflikte kommen dadurch auch in Bezug auf die Liebe. Dein Mann sagt, du bist anstrengend, du bist ätzend. Was soll das? Es ist doch alles gut, so wie es ist. Nein, ist es nicht. So, und dann haben wir König der Münzen. Gehe ich gleich drauf ein. So, 9 der Stäbe ist die Outcome-Karte in der 4. Woche. Das heißt, es gilt, was zu verstehen, was in der Vergangenheit schon mal war. Die Vergangenheit kann auch die 3. Woche sein. Und dann seht ihr das. In der 3. Woche hattet ihr auch 5 der Stäbe, die Konflikte. Wiederkehrendes Ereignis. Durch entweder eine Schwiegermutter, eine Mutter oder aber auch auf Umwege zum Glück, um zu begreifen, was ist in der Vergangenheit schiefgelaufen, was ist da, was darf da korrigiert werden, ja, was darf ich verändern, Neuausrichtung, ja. Warum auch in der 4. Woche die 5 der Stäbe, du selber, weil du selber mit dir nicht zufrieden bist, weil du selber überlastet bist, stehst du mit dir selber im Konflikt.
Das ist jetzt eine Legung der Wahrheit. Wenn du sagst, ich bin so, dann ist das jetzt deine Erklärung, wo du ehrlich zu dir selber sein darfst und hinschauen darfst. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Merkt ihr das? Das ist, schau hin. Es sind nicht die anderen. Es bist du. Wieder du bist hier der Auslöser. Die Veränderung liegt in dir, nicht bei den anderen. Die Liebenden. Eine Klärungskarte bitte zu den Liebenden. Thema Selbstliebe und Thema Partnerschaft. Schicksalshafte Partnerschaft und aber auch die Selbstliebe. Die Liebe aber auch zum Höheren, zum Universum, zur Spiritualität, die Engel. Und wir haben den König der Münzen. Ich erkläre euch gleich noch was. Nicht, dass ihr denkt, ich reiße es hier nur an, ja? Lerneffekt. Hier möchte dir jemand eine Lektion erteilen. Hier möchte jemand, dass du lernst von jemandem. Jemand, der bodenständig ist, der sicher ist, der stabil ist. Von dem darfst du lernen. Hier zeigt dir jemand was auf. In der Vergangenheit wurde dir schon entweder ein Geschenk gemacht oder aber in der Vergangenheit hast du Besuch bekommen von einer Schwiegermutter oder deiner Mutter, die hier versucht hat, eine schicksalshafte, positive Wende in dein Leben zu bringen. Du hast überall Hilfe. Aber ich sehe hier einen Widder, der keine Hilfe annehmen will. Und das ist das, was ich meine. Wir haben hier den Rückzug als Geschenk. Jedes Geschenk, jedes Geschenk. In der Vergangenheit sehe ich auch schon, dass du dich zurückgezogen hast. Konflikt mit dir selber hattest. Unzufriedenheit, ne? Dann der Wunsch nach Ausgleich. Nach Ausgleich von Liebe. Selbstliebe, Liebe des Partners. Ist eine karmische Geschichte, die hier verstanden werden soll und die hier abgelöst werden darf. Jemand möchte dir eine Lektion erteilen, eine Hilfestellung sein, dich unterstützen. Das Buch ist immer etwas, was im Geheimen liegt oder was, wo du was von lernen kannst. Ja, dieser Mann liegt hier nicht im Geheimen. Ich sehe, dass dieser Mann dir eine, wie soll ich sagen, dieser Mann ist dein Lehrbuch. Ja, dieser Mann ist jemand oder diese Person ist jemand, ich sage deswegen Mann, weil es dein Gegenüber ist, so wie ich ihn wahrnehme. Aber es kann natürlich auch, wenn du sagst, ich habe keinen Mann, dann kann es auch eine männliche Person sein oder eine Person sein, die stark in der männlichen Energie ist, die dir Stabilität geben kann. Ja, die möchte dir sagen, dieser Konflikt, der ist auch mal ganz gut, dass du den hast, damit sich etwas verändert in deinem Leben. Also es ist jemand, der auch sehr positiv ist, ja, und der dir versucht, Unterstützung zu geben. Die Blockade, die ich hier liegen habe, den Berg, die ist deswegen gut hier, damit du deine innere Zielsetzung neu ausrichten kannst, damit du weißt, was du nicht mehr möchtest. Boah, innerer Konflikt. Boah, innere Konflikte, Leute, ich drehe durch. Wisst ihr, ich habe absichtlich die Legung für euch im Mai nicht gemacht. Ich drehe durch langsam bei euch. Innere Konflikte. Hier die Konflikte. Blockade. Da gehen wir gemeinsam durch, okay? Also wer hier mit in Resonanz geht und Hilfe braucht, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Ja, so. Innere Konflikte. Wolltest du diese Situation schon lange beenden und schaffst es einfach nicht? Zerreißt dich das für und wieder? Und das sind die inneren Konflikte. Du weißt nicht, wie du entscheiden sollst. Lasst uns mal schauen, was ihr für Kraft hier habt. Und ich gucke auch nochmal, was ihr hier an Blockaden habt. Welches Krafttier hat der wieder hier? Wow, der Panther, der Leopard. Konzentration, Kampfgeist, Geschmeidigkeit. Hier geht es darum, du bist sehr kampflustig. Das sind teuflische Energien. Ja? Du bist sehr, vielleicht auch sehr egoistisch. Du bist wütend, du bist sauer über dich. Du hast einen Konflikt mit dir.
Du bist wirklich nicht in deiner Mitte, Heilarbeiten. Ich kann euch nur sagen, Heilung. Ihr braucht Heilung, braucht ihr. Ihr braucht jemanden, der euch den Weg zeigt. Ihr braucht jemanden, lieber Widder, der euch aufzeigt, warum ihr in dieser Situation seid. Und ihr braucht jemanden, der euch ein Stück weit euren Weg begleitet. So, wir schauen jetzt mal, und zwar in mein Seelenliebe-Orakel. Was ist hier für dich? Humor ist Leichtigkeit. Ich nehme mich selbst mit Humor und begegne dem Leben mit Leichtigkeit. Und das ist genau alles das, was du gerade nicht tust. Das ist alles das, was du gerade sagst, was ich nicht kann, was ich nicht tue, was mir schwer fällt. Ja, so, jetzt gucken wir rein. Was siehst du nicht? Warum bist du in dieser Situation und was siehst du nicht? Du siehst nicht, wie du direkt vorangehen sollst. Ritter der Schwerter. Die Liebenden. Es ist etwas, beruflich gesehen, ein Herzensprojekt, was du hast, wo du nicht weißt, wie du hier vorangehen sollst. Das macht dich madig und wahnsinnig. Immer wieder ziehst du dich zurück, um hier in die ins Finden zu kommen. Du suchst regelrecht nach dem Weg. Und wir haben hier die Königin der Kelche, eine mütterliche Energie. Du siehst nicht, dass dir jemand Unterstützung geben möchte. Eine mütterliche Energie möchte dir helfen, schon in der Vergangenheit, wollte dir ein Geschenk machen. Du siehst das nicht. Du hast dich eher davon zurückgezogen. Diese Person, die hat es nicht böse gemeint. Und daher auch die Liebenden. Das ist hier Mutterthema, was ihr habt. Ihr habt hier gerade ein Mutterthema, was ihr abarbeitet. Und du siehst nicht, dass es jetzt auch wieder wichtig wäre, ein Stück weit zurückzufahren, sich in sein Inneres zu begeben, um die Dinge bei dir selber, die inneren Konflikte, ja, Rückzug, innere Konflikte, um das aufzuarbeiten. Das siehst du gerade nicht. Du bist sehr, wie soll ich sagen, dadurch, dass du nicht siehst, wie du da vorangehen sollst, könnte das sogar auch sein, dass sich deine Mutter oder eine Mutter hier abwendet. Und ich sag mal so, für die, die in einer Beziehung sind, kann es auch sein, dass ihr euch in Bezug auf die Liebe hier abwendet. Ist mir gerade alles zu viel, ich bin gerade nicht bei mir selbst. Ein sehr starker, transformativer Zustand, den ihr hier habt. So, ich werde jetzt hier mit den neuen Orakelkarten Erat Aliquando werde ich euch jetzt für diese intensive Legung noch ein paar Karten ziehen. Eventuell müsste ich es nachlesen, weil ich leider noch nicht alle Karten deuten kann. Aber das ist nicht schlimm. Das kriegen wir gleich hin. So. Wow. So, wir haben hier, ich muss die Unterseite drehen. Sie sagten es mir, die Schmiede. Damit starten wir jetzt los. Die Schmiede ist immer etwas, was du erschaffen tust. Du schmiedest etwas. Das Schmiedeeiserne. Eisen. Lasst mich mal lesen. Haben wir da eine Zahl zu? Die 9, ja. Okay. So, die Schmiede, meine Lieben. Genau. Eisen im Feuer halten. Fokus. Hier geht es darum, worauf du dich fokussierst. Das ist genau das, was ich zum Anfang gesagt hatte. Fokussierst du dich auf Konflikte, auf Streitigkeiten oder auf das, was du wirklich möchtest, was dich hier überbelastet? Ja, also der Fokus ist wichtig. Konzentration auf das, Geduld, Anstrengung, an etwas arbeiten. Das heißt, an etwas arbeiten, an dir selber arbeiten hier wieder. Ja, und dann haben wir noch den Beruf und die Arbeit. Sich auf etwas einlassen, endlich mal durchstarten, endlich mal die Dinge tun, die du wirklich tun möchtest. Ja, so, was haben wir hier noch? Im Sommer, das ist jetzt, was als nächstes kommt. Ich denke, dass du mit dem Glühwürmchen ja im Sommer in Bezug auf etwas durchstartest. So nach dem Motto, endlich, ich habe lange daran gearbeitet, ich kann nicht mehr. Ich habe das Gefühl, es macht keinen Sinn mehr.
Genau, das ist etwas, wo du dich nach sehnst. Es geht hier um das Hier und Jetzt sein, den Moment nutzen, Nostalgie, Erinnerung, verglühen, funkelnde Momente. Also du wirst im Sommer genau das erleben. Du wirst im Sommer den Erfolg haben für das, wo du nach trachtest, wo du nach dich sehnst. Das wird hier in die Bewegung kommen. Wir haben die Sanduhr. Die Sanduhr ist ja auch immer eine Zeitgeschichte. Lasst mich mal hier nochmal schauen. Genau. Zeit zu kommen, Zeit zu gehen. Alles zu seiner Zeit. Alles hat seine Zeit. Zeit ist relativ. Also, sie sagen wieder Geduld, Vertrauen für das, was du hier als Projekt hast. Und ich kriege immer ganz stark bei dir das Berufliche rein. Alles hat seine Zeit. Alles, was nicht so läuft, wie es laufen soll, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Da brauchst du etwas Geduld. Ja, und das ist das, was ganz, ganz wichtig ist. Und das ist auch das, was der Widder in der Regel nicht hat. Hier geht es darum, dass du die Führung übernimmst und dem Ruf deiner Seele folgst in der Situation, dass du intuitiv arbeitest, also dass du mit deiner Intuition arbeitest. Hier geht es auch, und es ist das, was ich gesagt habe, um deinen eigenen Prozess, um deine Selbstfindung. Wer bist du? Thema Licht und Schatten und Schattenarbeit. Familie, um deine Familie geht es hier. Um deine Ängste. Aber auch um die Einsamkeit, die Läuterung und Vereinigung der Gegensätze. Also das dafür kämpfen, dass du das, was du hier tun möchtest, auch tust mit deiner Familie, dass du da sozusagen, wenn jemand gegenspricht, dass du sagst, ich mache ja schon, auch das kann eine Blockade bedeuten. Wann verdienst du denn endlich dein Geld? Was ist denn jetzt hier nun mal los? Und du bist letztendlich hier ein Stück weit überlastet und sagst, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht alles alleine. Ich kann nicht Mutter sein, Business aufbauen, Geliebte sein, Tochter sein, das ist zu viel. Und das ist das, was ich sehe. Und deswegen bist du auch seit Monaten, du brauchst einen Plan wieder. Und seit Monaten bist du auf einem sehr interessanten Weg. Und dennoch ist das eine Karte, die dich hier triggern könnte, weil es hier um Humor und Leichtigkeit geht. Und das ist das, was du leben sollst. Brauchst du Hilfe, meldest du dich gerne bei mir. Ansonsten alles, alles Liebe. Ich hoffe, ich konnte dir hier eine Erklärung geben. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.